Tradition, Innovation, Autonomie. Das ist das Motto unserer Universität. Tradition, dazu gehören auch die Talare, die meine europäischen Kollegen und ich heute tragen. Für mich sind sie ein Zeichen der akademischen, aber auch der kritischen Tradition, und auf die kann unsere Universität stolz sein. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident David McAllister, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Simon MacDonald, Your Excellency, Botschafter aus Großbritannien, dem Land, mit dem unsere Universität durch die Gründungsgeschichte besonders verbunden ist. Wir fühlen uns geehrt, dass Sie heute da sind. Philip Murphy, Your Excellency, Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika. Die USA sind ein wichtiger Partner für viele unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Danke für Ihr Kommen. Als Vorsitzender unseres Stiftungsrates begrüße ich Sie, lieber Herr Krull. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Mayer, nicht zuletzt und nicht nur zum Jubiläum stehen Sie und die Stadt uns als Partner zur Seite. Ich danke Ihnen und allen Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die uns in vielen Dingen unterstützen. Als Vertreter der Wirtschaft wollte Herr Professor Hans-Georg Neder heute zu uns sprechen, von der Otto Bock GmbH. Jedoch durch ein wichtiges Telefonkonferenz ist er leider nicht in der Lage, bei uns zu sein. Ich hoffe aber sehr, dass uns Herr Halt ein paar Worte sagen wird an seiner Stadt. In meinem ersten Jahr habe ich bereits an vielen Stellen die Unterstützung der regionalen Unternehmen erlebt und darf allen Partnern aus der Wirtschaft und den wirtschaftsfördernden Organisationen im Namen der Universität danken. Viele Unternehmen haben auch unser Jubiläum mit Spenden unterstützt. Danke an dieser Stelle allen Unterstützern, die hier sind, aber auch die, die nicht hier sein können. Und einen besonderen Dank an die Göttinger Sparkasse und damit an Sie, Herr Halt, als unseren Hauptsponsor des Jubiläums. Ich freue mich sehr, die Vertreter des Allgemeinen Studentenausschusses begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Fritsche und Frau Sundquist. Ich wünsche mir eine gute Zusammenarbeit mit dem AStA, um den Studierenden bestmögliche Bedingungen für ihr Studium zu ermöglichen. Ein ganz besonderes Willkommen geht an Sie, Herr Professor Wähler. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie heute hier für uns den Festvortrag halten. Wir empfinden dies als eine ganz besondere Ehre. Der Bundeskanzler AD, Herr Gerhard Schröder, war eigentlich als Alumnus und Ehrendoktor unserer Universität hier heute als Grußwort angekündigt. Leider musste er heute Morgen aus familiären Gründen absagen. Let me now switch to English, just for a moment. I would like to welcome Professor Giuseppe Zaccaria, Rector of the University of Padua and Honorary President of the Coimbra Group, who will represent the Coimbra Universities here today. I want to take this moment to address all international guests with a very warm personal welcome. It is a great pleasure to have delegations from China and India with us. Let me welcome Professor Shang Rong, the Vice President of our partner university in Nanjing, the Vice Chair of the University Council of the Beijing Foreign Studies University, Professor Jiang Shufang, as well as Vice President Professor Xi Yang from the Sichuan University in China. From India, I would like to welcome Professor Ganesh and Professor Mukherjee, who are directors of two of the five newly founded outstanding Indian Institutes of Science and Education and Research. It is a special honor to have also representatives here from Japan and Korea, and alumni from all over the world. Als weitere Ehrengäste darf ich begrüßen die Mitglieder des Landtages und des Bundestages aus allen Parteien, darunter die ehemaligen Minister Oppermann und Trittin, sowie die ehemalige Präsidentin des Bundestages, Frau Rita Süssmuth. Seien Sie uns alle herzlich willkommen.
die Mitglieder des Stiftungsrates und der Stiftungsausschüsse sowie die Mitglieder des Senats unserer Universität. Ich möchte Herrn Professor Stefan Tangermann, den neuen Präsidenten der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, begrüßen und freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich begrüße die Rektorinnen und Rektoren aus den niedersächsischen Hochschulen und aus der Hochschulrektorenkonferenz und ganz besonders auch die Altpräsidenten und ehemaligen Rektoren unserer Universität. Ich begrüße ganz herzlich die Dekaninnen und Dekane, aber auch die Leitungen der Verwaltungsabteilungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Universität und sehr geehrte Direktoren der Partnerinstitute aus dem Göttinger Research Campus, Ihnen allen möchte ich hier noch einmal ganz herzlichen Dank sagen für die exzellente Zusammenarbeit. An dieser Stelle möchte ich auch Herrn Professor Eigen und Herrn Professor Neher begrüßen, die beiden zurzeit noch aktiven Göttinger Nobelpreisträger. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sein können. Besonders begrüßen möchte ich auch die Partner aus Kunst und Kultur, Herrn Christoph Matthias Müller, den Chefdirigenten des Göttinger Symphonieorchesters, Herrn Marc zur Mühle, Intendant des Deutschen Theaters und nicht zuletzt den Verein Kunst e.V., der unseren Studierenden gemeinsam mit zahlreichen Künstlern aus Göttingen das Kunst- und Kulturfest zum Jubiläum schenkt. Ich freue mich sehr, dass hier in Göttingen Wissenschaft, Kunst und Kultur und Wirtschaft eng zusammenarbeiten. Eine Partnerschaft, die man auch in der Geschichte immer wieder finden konnte und die sehr attraktiv ist für die Stadt und für die gesamte Region. In diesem Sinne danke ich auch ganz besonders dem akademischen Musikdirektor Herrn Ingolf Helm und Ihnen, dem Universitätsorchester, was für den musikalischen Rahmen dieser Veranstaltung sorgt. Nicht zuletzt und mit besonderer Wertschätzung, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Universität, mein Dank geht an alle, die an der Vorbereitung dieses Jubiläums mitgearbeitet haben. Ohne Sie könnten wir heute nicht in so besonderem Rahmen feiern. Feiern mit Ihnen allen. Sehr geehrte Gäste der Festveranstaltung. Die Gründung unserer Universität im Jahr 1737 stand ganz im Zeichen der Aufklärung und die Georgia Augusta wurde bald als modernste Hochschule Europas beschrieben. Georg II., oben links auf der Königswand hinter mir, hat Göttingen bereits 1733 als Ort der geplanten Georgia Augusta festgelegt. Zur Einweihung hat dann Sidona Hedwig Zeunemann als erste kaiserlich gekrönte Dichterin die Universität in einem Gedicht als neu erbautes Lein-Athen, also Athen an der Leine, beschrieben. Das Gesicht unserer Universität wurde in den ersten Jahren von dem Kurator Freiherr von Münchhausen geprägt. Beim Vertiefen in die Geschichte unserer Universität kann man sich schnell verlieren, in Bewunderung für die vielen berühmten Professoren. Doch darf ich das hier leider nicht. Ich will so nur an einigen wenigen Beispielen zeigen, wie wir heute noch von unserer Geschichte profitieren. So waren Gottlob Heine und Johann Friedrich Blumenbach 1773 entscheidend für die Gründung und den Aufbau des Akademischen Museums. Dort wurden die Grundlagen für die aktuell vorhandenen 30 akademischen Sammlungen unserer Universität gelegt, die bis heute in Forschung und Lehre relevant und Teil unseres Zukunftskonzeptes sind. Ein gutes Beispiel für die heutige Bedeutung der damaligen Arbeiten ist das Langzeitprojekt Blumenbach Online, ein Vorhaben, das unter Leitung Göttinger Wissenschaftler bei der Akademie der Wissenschaften in Göttingen angesiedelt ist. Mitglied der 1751 gegründeten Akademie der Wissenschaft zu Göttingen war auch der Physiker und Gelehrte Christoph Lichtenberg, der lange Jahre in Göttingen forschte und international hoch anerkannt war. Nach ihm wurde das Lichtenberg-Kolleg benannt, das heute als Institut for Advanced Studies herausragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus aller Welt den Freiraum für konzentriertes interdisziplinäres Forschen gibt.
Das Lichtenberg-Kolleg ist in der historischen Sternwarte angesiedelt, in der der Mathematiker und Astronom Carl Friedrich Gauss von 1807 bis 1855 forschte. Die Aula, in der wir hier heute sind, wurde der Universität von Wilhelm IV., den Sie oben rechts abgebildet sehen, im Jahr 1837 zum 100. Jubiläum geschenkt. Es gibt sehr viele interessante Details in diesem Gebäude, aber die müssen Sie sich in den Broschüren, die es dazu gibt, ansehen. Ernst August, auf der Königswand unten links, ist 1837 nach dem Tod seines Bruders an die Macht gekommen und hob dann sofort die liberale Verfassung auf. Gegen diesen Willkürakt wendeten sich die kritischen Professoren, die Göttinger Sieben, zu denen auch die Brüder Grimm gehörten. In der kleinen Aula am Ende dieses Raumes und in den Aufgängen finden Sie viele Büsten bedeutender Professoren, die diese Universität entscheidend geprägt haben. Da die wichtigen Wissenschaftlerinnen nicht in diesen Reihen zu finden sind, möchte ich Ihnen einige der herausragenden Frauen, die an unserer Universität gelernt, geforscht und gelehrt haben, ganz kurz vorstellen. Dorothea Schlözer, die 1787 als erste Frau zum Doktor der Philosophie promoviert wurde. Die einzige Frau übrigens, von der eine Büste existiert. Und die steht jetzt auch in der kleinen Aula. 1874 promovierten Julia Lermontova als erste Chemikerin, Sophia Kowalewskaja als erste Mathematikerin in Göttingen. In der Mathematik folgte Grace Emily Chisholm Young in 1895 und Emmy Noether, die 1903 und 1904 in Göttingen studierte und dann 1919 hier habilitierte. 1933 musste sie, wie viele andere hervorragende Wissenschaftler, aus Deutschland emigrieren. Diese Zeit des Nationalsozialismus ist ein dunkler und sehr trauriger Teil unserer Geschichte. Nicht zuletzt ist die Nobelpreisträgerin Maria Göppert-Meyer mit Göttingen verbunden. Sie wuchs hier auf, promovierte 1930 bei Max Born in der Physik und ging dann mit ihrem Mann in die USA. Diese und viele andere exzellente Frauen haben mit sehr hohem Einsatz und gegen viele Hindernisse in Göttingen Wissenschaft betrieben, die selten wirklich anerkannt wurde. Daher möchte ich Sie hier einmal besonders würdigen. In dieser Aula, in der Sie jetzt sitzen, haben wir am 20.21.12. letzten Jahres den Gutachtern aus der ganzen Welt unser Zukunftskonzept in der Exzellenzinitiative vorgestellt. Der für mich wichtigste Punkt dabei war die Unterstützung, die ich als noch neue Präsidentin von allen Mitgliedern der Universität und den Partnern aus dem Campus und aus der Region erhalten habe. Das ist für mich der Göttingen Spirit, die akademisch exzellente und sozial angenehme Atmosphäre, die auch in der Vergangenheit vielen herausragenden Köpfen ein stimulierendes Umfeld für exzellente Forschung geboten hat. Ich wünsche mir, dass dieser Geist erhalten bleibt und sich so auch in Zukunft viele Studierende und Forschende aus Deutschland und der ganzen Welt für Göttingen entscheiden. Vielen Dank.